bestellt als Wahlkampfleiter seiner Exzellenz der österreichische Journalist und Club 2-Moderator Rudolf Nagila. Ja, das sind zwei Pinguine, also quasi ein Zweierclub. Und die diskutieren. Und wenn der Große sinnlos. Nagila, schön, dass er da ist. Danke, Majestät. Was hat er da? Ich bin Journalist, das ist mein Arbeitsgerät. Ist das. Ich habe vom Herrn Generaldirektor Vrabec den Auftrag, da es ja die letzte Sendung ist, ja, ein Foto zu machen von seiner Majestät, wenn ich darf. Und da der ORF seit einiger Zeit etwas short in cash ist, habe ich eine ganz spezielle Digitalkamera mit. Ja, ja, ja. Ist das schon ein HD oder ist das noch? Nein, das hat eine Platte und ich könnte dann gerne ein Foto machen von seiner Majestät, wenn... Eure Majestät, wenn Eure Majestät gestatten. Ja, wir glauben nein. Wir haben Angst, dass es ein Schusswaffen ist, um ehrlich zu sein. Also, wir könnten sie ausprobieren. Beim Seifenstein? Den brauchen wir als Bussibär, also als Bundespräsidenten brauchen wir den. Also, er ist bestellt worden vom Seifenstein als Wahlkampfleiter für seinen Wahlkampf. Ne? Ja. Er kennt sich ja aus mit Politikern. Ja. Ja. Warum? Ja, ich beobachte die Politiker seit vielen Jahren und da lernt man so einiges. Ja, das eine und das andere. Das tut uns jetzt. Ja, es ist, ja, so ist es manchmal, ja. Ja. Ja, ja. Zum Weinen. So wenige Narben im Gesicht bei so vielen Politikern, hat? Ja, ich... Aber auf der Seele viele, oder? Auf der Seele, ja. Die Seele packe ich immer weg, wenn ich unterwegs bin. Wirklich? Ja, 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 ja. Ja, sonst wird es schwarz, wenn man mit Politikern zu tun hat. Also, wir wissen, in der Hofburg schaut es derzeit so aus. Ja? Aber so sollte es ausschauen. Weil wir haben gehört, dieser Bundespräsident hat ja einige Kompetenzen. Ja, aber wissen Sie Bescheid darüber? Was darf der und was darf der nicht? Ja, er kann die Regierung einsetzen und abberufen. Aber ist Majestät klar, dass wenn euer Obersthofmeister kandidiert, dass Ihre Majestät dann endgültig die Republik anerkennen? Und das machen wir schon, das machen wir dann schon. Das machen wir dann schon. Und damit für alle Kinder der Majestät die Geschichte endgültig gelaufen ist? Nein, das machen wir schon. Da haben wir zwei einen sogenannten Sideletter. Ja? Also, wie wollen wir das erreichen, dass das so ausschaut? Ja? Jetzt, wie viele Unterstützungserklärungen braucht man, um überhaupt antreten zu dürfen? Weiß er das zufällig? In diesem Fall genügt die Unterstützung von Eurer Majestät eine einzige Unterschrift. Ja, richtig. Wir haben schon ein paar Werbemittel vorbereitet. Wir haben ein paar Ideen gehabt, Seifenstein. Majestät, da Barack Obama mit seinem Internetwahlkampf so erfolgreich war, haben auch wir eine Homepage gegründet. Seifenstein für Präsident, weil er weiß, was er will. Eure Majestät, ich... Was? Was, das hat in Kärnten auch funktioniert? Ich glaube, wir sollten aus ihm eine Frau machen. Ich glaube, er ist ein Mann, oder er ist ein Mann. Wir sollten aus ihm eine Frau machen, dann hat er erheblich höhere Chancen, bei dieser Wahl zu gewinnen. Und das ist auch kein Problem. Es hat schon mal einen Papst gegeben, Nagila, der eine Päpstin war. Nagila, was hat er denn getrunken?
reden wir drüber. Wir brauchen ein alternatives Angebot zum, wie sagten Eure Majestät, zum... Zum Pussybär? Ja, ja. Na Herr, das ist doch wunderbar, weil er weiß, was er will. Das kann doch keiner von sich behaupten. Weil sie weiß, was sie will, das zieht. Ja. Das weiß doch auch jeder, dass eine Frau nur von einem Mann ihre eigene Meinung mit einer tieferen Stimme hören will. Na, außerdem sollten wir sein Gesicht etwas dunkler machen. Yes, we can. Und nein, nein, eine das, Frau das macht schon der Betzner, da müssen wir einen anderen Weg finden. Na, Kinder, jetzt schauen Sie sich einmal die Werbemittel an, die wir vorbereitet haben, um Gottes Willen. Also, die nächste, die Plakate, Seifenstein. Herr Majestät, es geht natürlich um eine besonders intelligente Platzierung eines Plakates. Ja, direkt vor der Hofburg. Ja. Und in einer zweiten Welle um unseren zentralen Wahlslogan. Unsere Politik braucht keine Frisur. Wenn der Brühl das mit der Frisur in Niederösterreich schafft, schaffen wir das mit seiner Frisur in ganz Österreich. Seifenstein, mach mal eine Interviewsituation, ein Interviewtraining, lass uns den Vormärz reinkommen. Zum Film, Majestät, Vormärz. Wir wollen uns das jetzt genauer anschauen, ob er überhaupt geeignet ist dafür. Vormärz, ein Sessel darüber zu seinem Tisch, husch. Ja. Auf. Richtig. Na, die Kamera brauchen es nicht, wir haben genug da. Oder hat er Angst um die Kamera? Das ist die letzte. Die letzte? Ja, hinsetzen, richtig. Husch. Also, Seifenstein, wir haben ja Fragen vorbereiten lassen. Hinsetzen. Hinsetzen. Den haben Sie ausgesucht, Seifenstein. Also, das sind die Fragen, die Sie dem Seifenstein beim Interviewtraining zu stellen haben. Majestät, vielleicht sollten wir noch hinzufügen, dass wir selbstverständlich jegliche politische Intervention unterlassen haben. Selbstverständlich. Also. Meine Damen und Herren, ich habe die große Ehre, den neuen Herrn Bundespräsidenten interviewen zu dürfen. Ja. Grüß Gott. Und ich habe... Dafür wurden mir drei Fragen vorbereitet. Die haben Sie selber vorbereitet? Ja, die habe ich, die habe ich selbst vorbereitet, natürlich. Herr Bundespräsident, was wird Ihre erste Untat sein, sollten Sie diese Wahl gewinnen? Nun, ich werde zunächst den Nationalrat auflösen und Neuwahlen provozieren. Richtig, richtig, richtig. Also würden Sie auch eine blau-schwarze Regierung, wenn alle auf dem Kopf stehen, angeloben? Unter gar keinen Umständen. Diese Strolche sind schlecht gekleidet, haben schlechte Manieren und bedienen sich einer Gossensprache, um ihre plumpen Forderungen darzustellen. Richtig, und es ist vollkommen wurscht, welche Farbe, rot, braun, orange, grün, gelb, gepunktet, orange. Sie können rosa gestreift sein, wurscht, alles Sponsor. Stimmt es, Herr Bundespräsident, dass Sie die Republik abschaffen wollen und die Monarchie wieder einführen wollen? Ja, das kommt ganz drauf an. Also, wenn die Mittel zur Verfügung stehen. Ach so, Seifenstein, das ist Ihre Frage. Stimmt es, Herr Bundespräsident, also? In diesem konkreten Fall würde ich mich vorbehaltlos der Meinung unseres lieben Kaisers anschließen. Ja, richtig, ein politisches Talent! Gutes Interview. Gut gemacht. Sehr gut. Das heißt, Herr Bundespräsident, Sie können sofort mit Platz tauschen. Interessiert doch keiner mehr. Das ist das größte politische Talent seit Bruno Kreisky. Sieht doch ein Blinder. Hervorragend gemacht, Seifenstein. Danke, Majestät. Richtig. Nagila, er ist von ihm engagiert, nicht von uns. Ja? Er darf sich zurückziehen, aber... Die Kamera. Die soll er mitnehmen, gell?
Wiederschauen.